Jaina gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Part Hearthstone. Schön, dass du wieder mit von der Partie bist. Ich muss jetzt mal gucken, was gibt's denn hier. Ich glaube, den Flammenstoß, den lasse ich am Anfang noch weg. Den Rest behalte ich aber so. Und hoffe, da kommt jetzt vielleicht was Schönes. Ja, ja, passt. Na, könnt besser sein, könnt aber ebenso schlimmer sein. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Ja, und alles ist klar bei dir. Ich muss jetzt gucken hier. Ich möchte... Hier, komm, ich mach das gleich weg hier, den Mist und zack und fertig. Dann habe ich das raus. Ich möchte den Mana-Wurm jetzt noch nicht gleich am Anfang spielen. Danke. Weil ich ja noch nicht, noch nichts habe, was ich groß reinstecken kann. Hallo. Ich sage erstmal Hallo. Hallo. Zieh zwei Karten, finde ich auch gut. Nehme ich auch. Ich habe nicht genug Mana. Nein, ich will ja auch das. Ich habe nicht genug Mana. Ach, das brauche ich auch drei. Ich hole Frucht. Weißt du, weil das so glitzert. Ja, ich sehe schon. Hält jedes Mal bloß an, wenn ihr einen Zauber wirkt. Ja, ich möchte ihn jetzt noch nicht. Ja, nee, dann... Na, so ist das halt. Manchmal ist halt blöd. Kannst halt am Anfang nicht groß was anderes machen. So ist es dann. Das ist, wir hauen uns da gegenseitig. Das ist auch nett. Ja, schau, da kann ich doch jetzt das. Und auch wenn sich das jetzt nicht so sehr lohnt, ist egal, dann habe ich die wenigstens nicht so umsonst gespielt. Das möchte ich nämlich immer nicht. Ich möchte da schon dann ein Geheimnis auch ausspielen können, wenn ich die Karte spiele. Finde ich immer wichtig. Weil sonst bin ich immer so knickrig und dann warte ich. Will die nicht spielen. So. Jetzt sind wir ja schon mal bei 4. Ja, verursacht 6 Schaden, lohnt sich jetzt noch nicht so ganz, oder? Ich spiele jetzt hier meinen Mana-Wurm. Habe ich denn irgendwas schon, was ich... Naja, pass auf, ich mache das so. Und spiele den Zauber. Damit gebe ich 1. Am Anfang kann ich damit jetzt natürlich noch nicht wirklich was, aber... Das ist ja nicht so schlimm. So langsam. So mühsam ernährt sich einfach das Eichhörnchen. Es ist immer so, ich denke immer, Mensch, so viele Karten, da kommt 1, wie viel? 8. Da ist bestimmt irgendwas total Tolles dabei. Und manchmal hat man selber 8 Karten auf der Hand, oder? Das kennst du bestimmt auch. Und dann stehst du da und denkst, na, was ist denn jetzt los, weißt? Ah ja, schön. Ja, das ist schön, so einen Spot nehme ich doch gern. So ist nun nicht. So ist nun nicht. Den nehme ich doch ausgesprochen gern. Jetzt schaue ich mal, dass ich den da loswerde. Fügt allen nur 1 zu, das lohnt sich eigentlich nicht. Könnte den, das ist aber auch... ja, danke. Ich frage mich, ob... Wenn der Schaden erleidet, ich könnte den natürlich spielen, ne? Also... oder... Friert ihn ein? Nee... Könnte ich. Also, ist nicht so. Ich frage mich, ob. Nicht so einfach. Ich bin etwas unschlüssig. Das lohnt sich halt jetzt einfach noch nicht zu spielen. Weißt du, das ist halt sowas, das lohnt sich schlicht und ergreifend jetzt nicht zu spielen. Dann nehme ich die hier immerhin. Und dann kann ich wenigstens das so machen. So, damit der halt ein mehr hatte, ne? Und das passt schon so. Dann, ich habe ja jetzt noch den Spott, mir geklaut, sozusagen. Ah, hervorragend. Mäh, ich bin ein Schäfchen. Aber vielleicht wird es noch ein Killerschaf, man kann es ja nicht wissen, oder? Aber anscheinend nicht. Ja, das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Ich könnte ja doch, pass auf, ich spiele das. Und hau den hier. Kein gültiges
erzielt. Ach, das kann ich gar nicht machen. Wie blöd ist das denn? Darf ich mich nicht selber hauen? Aber vielleicht mag ich mich selber hauen. Ja, macht nichts. Dann mache ich das halt so. Und zack. Ja, und fertig. Na, jetzt muss aber ja mal was kommen, oder? Also, muss. Ein Geheimnis, na gut. Zerstört ein Diener wahrscheinlich. Dann fange ich gleich mal mit dem Schaf an, wenn ich dran bin. Erhält +2/+2, wenn ihr am Ende des Zugs ein Geheimnis besitzt. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So, aber ich werde jetzt, pass mal auf, ich spiele jetzt hier meinen Sturmwind-Typen. Ah, es ist Spiegelgestalt. Aber es ist egal, es reicht ja trotzdem. Es ist mit dem Schaf. Ich wollte schon immer mal mit dem Schaf jemanden töten. Hurra! Ah, ja. Schön, super. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder gewonnen habe, ne? Super. Und so kurz und schmerzlos. Also das ging jetzt wirklich schnell, irgendwie 6 Minuten. Sehr cool. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen, freue mich, dass du dabei gewesen bist und würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Lass dir gut gehen, lass dich von niemandem ärgern und wir sehen uns. Ciao.